Okay, der Bruder fragt, wer ist verpflichtet, den Eltern Gutes zu tun? Derjenige, der verheiratet ist, derjenige, der nicht verheiratet ist, derjenige, der in der Nähe wohnt, derjenige, der nicht in der Nähe wohnt. Ganz einfach, derjenige, der die Kraft dazu hat. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah legt keiner Seele das auf, was sie nicht zu leisten vermag. Das heißt aber, aufgepasst, dieser Vers, ihr hört diesen Vers oft, oder? Vor allen Dingen Frauen benutzen diesen Vers, wenn sie keinen Bock haben, den Haushalt zu machen, wenn sie keine Lust haben, den Gehorsam zu leisten. Allah legt keine Seele das auf, was sie zu leisten vermag. Richtig. Aber Allah legt der Seele das auf, was sie zu leisten vermag. Da, wo du Kraft hast, da bist du mukallaf, da musst du tun. Wenn du keine Kraft hast, okay, aber wenn du Kraft hast und die Möglichkeit hast, dann musst du tun. Und das ist das, genau als Antwort für deine Frage. Wenn derjenige Kraft hat und die Möglichkeit hat, dann muss er tun. Dann muss er sich um sie kümmern, aufgepasst, wenn sie auch es nötig haben. Wenn sie es nötig haben. Wenn sie es nicht nötig haben, wie die Ulama gesagt haben, und sich selber um ihre Angelegenheiten kümmern können, dann ist das keine Pflicht. Aber es ist empfohlen, trotzdem, wenn du dich um ihre Angelegenheiten kümmerst, wallahu a'lam. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.